So, endlich geht's weiter mit Zelda und ja, ich habe mir Zeit gelassen, aber viele kennen das schon von mir. Wenn das Wetter schön ist, dann habe ich echt keinen Bock aufzunehmen und ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Also nimmt mir es nicht übel, dass ich jetzt so lange gebraucht habe. Aber jetzt machen wir endlich diese Höhle mit den 50 Stockwerken, waren das, ne? Und ich bin selbst gespannt, wie ich mich hier schlagen werde. Ich habe es auch, ja, relativ anspruchsvoll in Erinnerung noch in meinem Kopf, aber ach, wir werden das schon irgendwie packen, ne? Also die sollten mir doch keine Probleme hier bereiten. Ah, ein blauer Rubin, den sammle ich ein, denn ich habe gar nicht mal so viel Geld. Und irgendwo ist noch ein Gegner, denn sonst hätte sich die Tür geöffnet. Jetzt aber, ne? Nein? Doch. Ja, ich finde wieder sehr. Oh, das ist aber nicht schön. Soll ich hierfür schon. Na komm, egal. Machen wir es halt so. Obwohl ich jetzt auch meinen Bumerang benutzen kann. Egal. Ja, so verschwindet man Pfeile. Die ich bestimmt noch brauchen werde. Aber so kennt man mich. Einfach drauf los. Ohne Rücksicht auf jegliche Verluste. Okay, du willst Stress, ne? Ja. Gar nicht mal so schwer, die ersten Stockwerke. Aber später wird es ein bisschen happiger. Glaube ich zumindest. Und ich hoffe es auch, denn sonst wäre es ziemlich langweilig hier. Was haben wir denn hier unten? Das sind Spinnen. Okay. Ich versuch's mal. Ja, das ist auch easy, wenn man mit den richtigen Gegenständen agiert. Vor allem beim Rückziehen, da trifft man die Gegner ja auch nochmal. Also, kein sonderlich großes Problem hier. Ich glaube, die meiste Zeit werde ich dafür brauchen, dass die Türen sich endlich öffnen. Oh, ey. Das ist uncool. Das ist jetzt nicht so cool, also ehrlich mal. Bevor ich hier aber weitergehe, werde ich noch. Was könnte ich noch aus. Bomben! Bomben! So. Und dann werden wir einfach jetzt drauf losstürmen. Ja, kommt. Haha. Ja, kommt her. Guck mal, wie sie wegrennen. Haha, noch im richtigen Augenblick den Schild hervorgezogen. So lobe ich mir das. Ein halbes Herzchen habe ich schon verloren. Beim fünften Stockwerk war das jetzt, ne? Ja, ungefähr. Okay, euch mache ich auch mit. Obwohl, kann ich auch mit Enterhaken machen? Ey, komm! Remote? Lass mich nicht im Stich. Eins. Zwei. Ob ich da hinten dran komme, weiß ich nicht. Oh, doch. Oh, cool. Da bin ich auch dran gekommen. Wie cool ist das denn jetzt? Was sind das für Viecher? Nicht gefährliche, wie ich sehe. Waren das alle? Ich glaube schon. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Wo ist denn die Tür? Es ist so dunkel, ich sehe selbst nichts. Okay, das ist nicht die Tür. Ich gehe einfach den Wänden entlang, bis ich die Tür gefunden habe. Hier ist sie. Was wartet hier auf mich? Oh, das ist aber ganz schön dunkel. Aber es sind wieder nur Fledermäuse anscheinend. Soll ich einfach runter? Ach, ich gehe einfach runter. Ja, das ist nicht so schwer. Irgendwie. Ach so, da sind auch diese Feuersalamander. Ah. Das ist also die Schwierigkeit in diesem Stockwerk. Aber irgendwie, ja. Auch nicht wirklich. So, du bist weg. Und. Da war doch noch einer. Hi. Ey. Vorsicht, junger Mann. Sie könnten noch jemanden verletzen.
hoffentlich nicht den armen Hasen. Denn der möchte einfach nur weiter runter. Oh, was haben wir denn hier? Eine Versammlung von, ja, ich weiß nicht, wie die Gegner heißen. Jetzt ich unbedingt. Au. Ja, es war klar, dass er mich erwischt. Da war ich ein bisschen unaufmerksam. Ja, kommt schon, Leute. Aber wenigstens ist hier ein bisschen heller. Was doch schon einiges ausmacht. Was so das Wohlbefinden angeht. Denn im Hellen kämpft es sich doch ein wenig hübscher. Na komm, Remote. So. Sniper. Oho. Oh, er kümmert sich um seinen Freund. Wie nett ist das denn? Ach, bevor ich meine Pfeile verschwende, kämpfe ich lieber gegen dich. Oh, hinter mir sind auch Gegner. Ja, das haben sie sich natürlich hübsch ausgedacht hier. Das habe ich natürlich nicht mit einberechnet, weil ich die auch nicht gesehen habe. Oh, Mann. Ach, komm, ich habe den doch... So. Ja, ja, ja. Wo ist denn die Tür hier? Da haben wir sie auch schon. Oh, oh, was ist denn hier? Hallo. Hallo. Jetzt sag... Okay. Bla, 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 bla. Hübsche Fee hier, ich möchte ein Bier, dann bin ich betrunken. Willkommen, ein in der Zille, Held, der du die Finsternis vertreibst. Ich bin die große Fee. Als Königin herrsche ich über die Feen dieser Welt. Um deinen bisherigen Mühen zu würdigen, werde ich die Feen der Quelle von Ordon freilassen, okay? Und weiterzukommen brauchst du etwas, womit du dich stellen Felsen entlang bewegen kannst, okay? Wenn du mich für diese Herausforderung... Ja, komm, du laberst nur so viel Kacke. So, lass mich weiter. Ich verstehe. Ich muss da irgendwann... Aha, oh ne, die Gegner mag ich ja gar nicht. Wow! Wow, 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 wow! Ja, das war jetzt, glaube ich, nicht so klug. So, meine Fliegenfreunde. Ihr habt mich ganz schön überrascht. Ihr habt mich ganz schön überrascht mit eurer üblen Attacke da gerade. Ah, da ist noch einer. Ja, komm her, wir machen es jetzt auf die altmodische Art und Weise. Hahaha, von deinem eigenen Panzer abgetroffen. So lobe ich mir das. Nein, nein. Machen wir es so. Okay, Tür geht auf und dann, gehen wir hier weiter? Ja, sieht doch ganz nett aus. Dann werden wir den Bogen mal... Nee, eigentlich nicht, aber egal. So. Was haben wir denn hier unten? Schleimis! Hallo, Mr. Megablob! Hinter mir, hinter mir, hinter mir! Hoho, ich bin aber der Schwertmeister! Höchstpersönlich! Das ist kein Zuckerschlecken mit mir. Und ich sehe gerade, ich habe ja eine Karte, da kann ich ja sehen, wo die Tür ist. Ah, ich bin so ein Schnellmerker. Oh, oh, die mag ich. Nehmen wir uns am besten den hier erstmal vor. Hallo, du willst zurück in deine Blase? Tja, Pech gehabt, du Nase. Was ist denn los heute? Was ist denn los heute mit mir? Vielleicht liegt es daran, dass ich mich eigentlich schon ein bisschen voll wieder mal aufnehmen zu können.
Oder zu wollen, besser gesagt. Du bist kaputt. Und da ist die nächste Blase. Aber ich mach dich auch platt. Mit ein paar Schwertchen vom Feinsten. Und dann gehen wir einfach mal Richtung Tür. Denn wir können weiter. Oh ja. Oh ja. Und was haben wir hier? Was ist das denn? Totenköpfe? Oder wie sehe ich das hier? Ach, wir gucken einfach nach. Ach, ja, tatsächlich Totenköpfe. Komm! Dankeschön. Ey, ich schüttel den Nunchuck grad wie ein Wilder und er macht nichts. Muss ich die jetzt so kaputt machen, oder? Ja, ich hab's schon wieder vergessen, leider. Naja, das war's. Ich hab keinen Bock, diese ganzen Rubine immer einzusammeln. Ich lass die auch einfach liegen. Ich brauch ja auch überhaupt nichts mehr. Was haben wir hier unten? Viele kleine Goldbulbins, meine ich. Hier waren das alle? Nee, da haben noch ein paar überlebt. Die haben sich schön rausgehalten, während ihre Kumpanen aufs Übelste gemetzelt wurden. Auch nicht schön von denen. Anstatt zu helfen, naja gut, viel jetzt auch nicht gebracht, aber... wenigstens ein bisschen Zivilcourage zeigen, das wäre ja nicht schlecht. Oh, hier ist aber dunkel. Aber wie ich sehe, sind da nur Fledermäuse. Kommt her. Kommt alle her. Hallo, kommt her. Ich will kämpfen. Warum ist es so dunkel hier? Wer hat das Licht ausgemacht? Wer hat euch das erlaubt vor allem? Meister Lampe. Oh, Tür schon auf oder was? Oh, tatsächlich. Oh, oh, ein Geist. Und was sind diese anderen Viecher? Ja, dann kümmern wir uns am besten erstmal um den Geist. Weil der nervt mich jetzt schon. Ja, vielleicht war es doch nicht so klug. Ja, ich mach die irgendwie alle so mal platt und treffe ab und zu auf den Geist. Wie geil ist das denn? Also besser hätte man das jetzt nicht machen können, oder? Waren das denn alle? Ah, da ist noch einer. Oder zwei. Wow! Junge, mach mich nicht wütend. So, darf ich mich jetzt wieder zurückverwandeln? Dankeschön. Ich hab's mir gerade dunkler gemacht, als es eigentlich sein musste, aber... egal. So, was haben wir hier? Ach, wieder so ein leerer Raum und dann kommen irgendwo überall ganz viele Gegner. Na egal. Oh shit. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Ja, das war aber... sag ich mal. Ich hab gedacht, die würden sofort auf mich draufstürzen, aber die haben mir doch irgendwie eine Chance gelassen. Und was haben wir denn da? Was funkelt denn da oben? Ja, irgendwie ist da was, aber... mit vollem Bogen? Dann halt nicht! Dann halt nicht. Auch gut. Ja, das war der Schleim. Ist mir schon klar, aber... ja, super, super. Super Taktik hier, die ich eingefahren habe. Ja, aber ist eigentlich egal, weil das ist einfach nur Schleim und... der kann ja auch nichts wirklich, also...
Ich frag mich sowieso, wie die mir schaden.